Ja, hallo. Ich bin Tobias Dürr. Ich bin so als Webentwickler seit über 10 Jahren unterwegs. Ich komme ja aus der klassischen Agenturwelt, mehr oder weniger. Jede Agentur hat ja dann spätestens ab 2005 oder so angefangen, eigene Webseiten zu verkaufen. Irgendjemand musste ja da machen. Das war dann damals ich lange Zeit. Und inzwischen habe ich mich mit zwei guten Freunden zusammengetan. Das klappt. Und wir haben ja die Shitix neu gegründet. Der Name kommt daher, dass meine beiden Kompagnons Shitix mit Nachnamen heißen tatsächlich. Die haben die Agentur damals 2011 gegründet. Ich bin dann 2015 mit dazu eingestiegen. Und ja, seitdem machen wir auch eigentlich nur noch Web. Also wir haben das ganze Printzeug und so weiter gekickt. Genau, und sind dementsprechend eine Digitalagentur, haben inzwischen 9 Mitarbeiter. 5 davon sind tatsächlich Entwickler, also wir haben einen ziemlich starken Fokus auf Eigenentwicklung. Und unser Motto dabei ist immer Users First, das ist uns ganz wichtig. Denn manchmal lassen sich die Marketingziele unserer Kunden und die User Experience, die man letztendlich demjenigen geben möchte, der die Website besucht, nicht wirklich vereinheitlichen. Und da stellen wir uns dann tendenziell eher auf die Seite von dem Nutzer. Von den Technologien, die wir hier nutzen, da gibt es einen ganz kleinen Anteil, ich habe das jetzt einfach mal mit 10% tituliert, von nativen Apps. Das heißt, wir haben Android- und iOS-Entwickler im Haus. Dann einen etwas größeren Anteil an Laravel. Laravel nutzen wir sehr gerne, wenn es um APIs und so Zeug geht. Also alles, was tendenziell gar kein Frontend hat, das machen wir gerne mit Laravel. Und eben ja, der Löwenanteil macht tatsächlich Contao aus. Also mit Contao machen wir von bis, also sei es die kleine Landingpage bis hin hoch zur komplexen Anwendung mit verrückten Modulen, die dann, oder jetzt heißen sie ja Bundles, die Produkte ausliefern über ein JSON-API rausgeben, die wir dann in der React-App wiederum abfangen und so weiter. Genau, das zum Hintergrund, der ist tatsächlich als Herleitung auch dient und nicht nur als reine Eigenwerbung. Genau, das Thema meines Vortrags ist Supercharged Team Productivity by Working on Localhost. Das ist, das habe ich mir bei den Amis so ein bisschen abgeschaut, der reißerische Titel, das zieht immer, ist immer gut. Letztendlich geht es darum, wie gestalte ich die Arbeit speziell mit Contao so, dass ein Pool aus Entwicklern am selben Projekt, an derselben Datei arbeiten kann, ohne dass sie sich gegenseitig auf den Füßen stehen. Genau. In der Vergangenheit hat man das ja ganz gerne, jetzt komme ich erstmal zu den Herausforderungen. Also wir haben das Ganze für uns geclustert in eigentlich 5 spezielle Gebiete, wo wir gesehen haben, okay, das sind eigentlich die Knackpunkte. Also daran hapert es, wenn wir an einem Projekt arbeiten, sei es Contao oder eigentlich auch jedes andere Webprojekt. Das ist zum einen das Dev-Environment. Man braucht eine Entwicklungsumgebung für Contao, für jedes PHP-Projekt, wo ich nicht dazu gezwungen werde, mich durch irgendein Strato-Backend zu klicken, damit ich die Error-Log finde. Das heißt, wir brauchen Zugang zu diesen Log-Dateien, zu den Error-Logs, im Idealfall sogar sowas wie Debugging-Tools. In Chrome haben wir die Dev-Bar, für Contao gibt es sowas tatsächlich auch in der Art, wissen nur viele nicht. Da sehen wir halt einen der wichtigen Punkte, die man angehen muss, wenn man in Teams erfolgreich zusammenarbeiten möchte. Das zweite ist natürlich das Teamwork an sich. Ganz einfaches Beispiel. Einer bearbeitet eine CSS-Datei, der andere bearbeitet dieselbe Datei. Der zuletzt speichert, hat gewonnen. Und die Änderungen des anderen sind natürlich verloren gegangen. Das ist natürlich inzwischen ein gelöstes Problem. Aber nur um das mal zu verdeutlichen, ist klar, das muss irgendwie gelöst werden. Das dritte, im Zyklus der Projektarbeit gibt es natürlich immer wieder Snapshots bzw. Previews, die man den Kunden zukommen lassen möchte. Auch da wieder in der Vergangenheit haben wir es halt so gemacht, alles klar Kunde, jetzt guckst du dir halt mal an und in der Zeit halt nicht mehr weiterarbeiten, weil sonst geht ja eventuell was kaputt und eine Error-Message will man den Kunden nicht zeigen. Von daher ist der Königsweg da ja eigentlich, dass man einen Snapshot erstellen kann. Das heißt, ich sage zum Zeitpunkt X, Seite läuft jetzt, wir haben alles ausgeblendet, was noch nicht geht. Und jetzt an diesem Punkt wollen wir dem Kunden eine Preview schicken. Das heißt,
ja, eigentlich Snapshotting. Wir kopieren das Zeug, legen das irgendwo anders ab. Das ist keine Entwicklungsumgebung, daran wird nichts mehr passieren. Und der Kunde kann sich in aller Ruhe sein Projekt eben anschauen und den Stand, den es hat. Aber das Weiterarbeiten ist natürlich nicht weiter behindert. Dann haben wir natürlich auch noch ein großes Thema, das Deployment. Das ganze Zeug muss ja dann irgendwann notgedrungen doch auf den Kundenserver. Also wir selber bieten auch tatsächlich kein Hosting an. Ich weiß, dass das viele anders machen, aber wir lassen da dem Kunden letztendlich die freie Wahl bis zu einem gewissen Grad. Also mit dem 1.99, 1.1-Paket muss er da nicht kommen, aber generell wollen wir da eigentlich von dem Hosting ja raus sein. Das heißt, wir brauchen eine Methode, um inkrementell den Stand zu aktualisieren auf dem Kundenserver, sei es über FTP oder SFTP oder sonstige Methoden. Wir wollen nicht jedes Mal alles hochladen, gerade das Vendor-Verzeichnis ist tendenziell gehört zu den größeren. Da brauchen wir also auch eine Lösung. Genau, dann ein relativ aktuelles Thema ist, wir wollen diese ganzen tollen neuen Sachen benutzen. Wir wollen ES6 oder inzwischen ist es ja ES2018, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollen wir den neuesten JavaScript-Kram nutzen können. Wir wollen SAS kompilieren, wir wollen Post-CSS, wir wollen das alles nutzen können. Wir nutzen dazu Webpack inzwischen, aber auch das war ein langer Weg. Es gibt noch irgendwelche Projekte, die laufen auf Grunt oder Galb oder wie sie alle heißen. Aber auch das war uns extrem wichtig. Wir sind gerade in den letzten Jahren sehr JavaScript-lastig geworden. Also wir bauen auch tatsächlich React-Applikationen in Contao rein. Also das ist dann halt einfach eine Unterseite mit einem Div-Container, den wir dann bespielen, über eine JavaScript-Datei eben. Und da ist es einfach wichtig, dass man eben die richtigen Werkzeuge auch innerhalb von Contao nutzen kann. Ja, warum so kompliziert? Es ist, früher war alles so schön einfach. Das Thema hatten wir vor heute Vormittag schon. Unser Contao 3 Workflow früher, 2014 ungefähr, der sah ungefähr so aus, dass wir, es gab damals in vielen IDEs die Option, sich so ein FTP-Verbindungsding einzurichten. Und dann hat man quasi remote gearbeitet auf irgendeinem Server, der stand da irgendwo. Das Plesk war mehr oder weniger das Dev-System, wenn irgendwas schief ging, hat man da in die Errorlogs reingeschaut. Redundante Style-Sheets, ich habe tatsächlich, wir haben teilweise so gearbeitet, dass wir dann gesagt haben, okay, es gibt eine Style-Tobi und eine Style-Felix und jeder macht da seinen Kram rein und dann kann auch nichts passieren. SCSS-serverseitig, das konnte Contao 3 dann ab irgendeinem Punkt mal und das war dann cool, das haben wir dann benutzt, weil das hat es einfacher gemacht. Ja, und bei Previews eben Pause machen, also dann hatten wir gesagt, hier Kunde, schaust du jetzt mal an, wir machen jetzt nichts mehr dran, die nächsten 2 Tage und dann haben sie sich das angeschaut. Ja, wie gesagt, wir kommen alle ein bisschen aus dieser Agenturwelt, man hätte das in 2014 wahrscheinlich auch schon ein bisschen intelligenter lösen können. Genau, ja, und eigentlich das, was jetzt so bei uns passiert zumindest, ist, kann man unter dem Begriff DevOps zusammenfassen. Den Begriff kennen wahrscheinlich die meisten schon, das passt eigentlich alles zusammen, was man tun kann, damit die Entwickler in der Umgebung ordentlich arbeiten können. Und das hat damals in 2015 ungefähr angefangen, dass wir dann überhaupt mal gesagt haben, okay Leute, wir müssen jetzt Git benutzen. Das ist gerade bei Leuten, die so halb Designer, halb Programmierer sind, war das sehr, sehr schwer. Wir haben jetzt noch tatsächlich Leute, die nicht wissen, wie man branch, die bei jedem Merge-Konflikt ausrasten, aber es ist nun mal so. Daran kommt man nicht vorbei. Wir haben eine GitLab-Instanz aufgesetzt und wir nutzen die eigentlich bis heute. Remote Sync, das war dann so ein, da hat man alle Dateien lokal, sagt aber, okay, da ist der Zielserver und bei jeder Änderung lädt er das dann hoch. Also man hat's lokal immerhin, wegen Git ist es ja nicht anders machbar. Aber eigentlich schauen wir es uns dann an auf irgendeinem Dev-Vorschau-Server. Genau, damals haben wir auch nur 3 Entwickler, das heißt, das ging irgendwie. Wir sind damit klargekommen. Dann in 2016 haben wir natürlich den ganzen shiny new stuff gesehen. ES6, die ganzen Tasks, die es dann auf einmal gab. Composer war ein Riesenthema, das natürlich alles viel, viel einfacher gemacht hat. Wir haben natürlich auch andere Systeme dann so kennengelernt, eben Laravel, dass das alles schon so macht, wie wir das eigentlich gerne hätten. Wir sind auch dann ein bisschen gewachsen, 4 Developer und sind damit dann auch erstmal ganz gut gefahren.
Dann kam der Release von Contaro 4, also der LTS-Release. Das war für uns tatsächlich der Stichtag, wo wir gesagt haben, okay, sobald die Contaro 4.4 LTS raus ist, machen wir nichts mehr mit Contaro 3. Alle neuen Projekte werden auf jeden Fall in Contaro 4 gemacht. Das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass, also wir haben das natürlich sehr begrüßt, die Änderungen, die es einfach gab. Composer spielt eine große Rolle, der Unterbau ist Symfony, mit dem wir uns durch Laravel auch wieder auskennen, die ja viele Symfony-Pakete auch mit benutzen. Von daher haben wir uns damit gleich angefreundet. Wir haben dann noch so ein Tool entdeckt, Deploy nennt sich das. Das macht quasi das Deployment von lokal möglich. Das ist, glaube ich, ein JavaScript, also eine Node-Applikation, die letztendlich schaut, also die legt den derzeitigen Git-Hash auf dem Server ab, gleicht den dann ab mit dem lokalen und weiß dann, okay, das ist die Differenz von Dateien, die muss ich hochladen. Das ist ganz cool. Ist natürlich jetzt keine Continuous Integration oder so, es ist ein Tool. Genau, sind auch wieder auf 5 Developer dann angewachsen. Und jetzt in 2018 haben wir eben gesagt, okay, jetzt nehmen wir mal die Learnings, die wir bisher hatten, und verpacken die in eine Toolchain oder in zwei Programme oder ja, zwei Tools letztendlich, mit denen wir das noch einfacher, konsistenter machen. Bei uns geht es primär darum, wir wollen keine Zeit damit verbringen, jetzt irgendwie noch eine Subdomain auf irgendeinem Server anzulegen und dann das zu installieren, und das muss alles schnell gehen. Cool. Genau. Letztendlich haben wir uns zusammengesetzt und uns die ganzen Sachen angeschaut, die es halt so gibt. Es gibt ja verschiedene Lösungen. Proxmox, ein Virtualisierungsding. Vagrant war auch mal ja lange Zeit ein Thema. Docker ist natürlich ein heißes Ding. Weiter bei Plesk arbeiten, Apache lokal installieren und so weiter und so fort. Letztendlich haben wir uns für drei Kerndinge entschieden. Wir wollen Webpack nutzen, wir wollen lokal entwickeln und wir hätten gerne eine Boilerplate-Lösung. Das heißt, irgendwas, was uns ermöglicht, Contaro lokal zu installieren, auszuführen, ja, und eben so schnell wie möglich von 0 auf 100, dass man entwickeln kann. Genau, rausgekommen sind dann eigentlich diese beiden Projekte. Es ist zum einen der Contaro Dev Server. Das ist ein lokaler Entwicklungsserver, der eben lokal ausgeführt wird. Und der Contaro Generator. Ich gehe auch nochmal darauf ein, genau. Der Contaro Dev Server ist, wie gesagt, ein lokaler Entwicklungsserver. Das heißt, ich installiere den einmal global oder projektspezifisch und kann den einfach ausführen. Und dann läuft Contaro auf meiner Kiste. Oh, jetzt hat mich das hervorragende Hotel-WLAN rausgeschmissen. Nicht hingucken. So. Genau, das ist tatsächlich speziell für Contaro 4.4. Es gibt fertige Lösungen. Es gibt ja auch den integrierten PHP-Entwicklungsserver mit PHP-S. Den kann man aber im Contaro 4 konnte es nicht so hundertprozentig benutzen, weil Contaro 4 viel mit Symlinks arbeitet. Und damit hat er seine Probleme und auch so ein paar andere Sachen. Ja, zum Beispiel nutzen wir die App-Debug-PHP für das Frontend, dann eben auch zur Entwicklung, fürs Backend aber nicht, weil die da wiederum Probleme macht. So ein paar Tweaks sind da einfach mit drin. Wer vielleicht von Laravel das Artisan Surf kennt, das ist sowas ähnliches. Also das Artisan Surf ist Artisan an sich ist generell einfach eine Toolbox, die bei Laravel dabei ist. Und das Artisan Surf macht eben auch so einen lokalen Entwicklungsserver auf, mit dem ich dann eben arbeiten kann. Genau, der Contaro Generator ist ein Yeoman Generator. Ich habe mich informiert, man spricht es so aus, nicht Yeoman. Wer das kennt, Yeoman ist letztendlich eine Basis dafür, um solche anpassbaren Boilerplates zu erschaffen. Generators heißen die dann. Ist letztendlich eine Contaro 4 Boilerplate, die schon mal mit ES6 und SCSS daherkommt, eben über Webpack. Und die jetzt auch während der Installation schon fragt, welche JavaScript-Libraries man denn schon installieren könnte. Das heißt, sowas wie jQuery ist schon mal dabei.
Ist natürlich nur eine Vorauswahl. Letztendlich kann ich über NPM Install alles nachinstallieren, was ich möchte. Und ein kleines Theme-Grundgerüst ist dann auch mit dabei, auch wieder optional. Also ich muss das nicht nutzen. Genau. Ja, und jetzt traue ich mich mal und gehe tatsächlich in die Kommandozeile und führe das Ding mal aus. So. Ich hoffe, die Größe ist okay. Ist gut? Cool. Genau, wie gesagt, Yeoman wird mit Yo aufgerufen. Er listet mir jetzt die ganzen Generators auf, die ich so installiert habe. Das ist natürlich der Contaro-Generator. Genau, jetzt fragt er mich, welche Version von Contaro ich überhaupt benutzen möchte. Das ist natürlich dann die 4.5. Die 4.4 ist die LTS, deswegen ist das noch das Voreingestellte. Der Seitenname ist jetzt meinetwegen Contaro Konferenz 2019. Ah ja, also die 2018 gibt es ja schon, deswegen. CK 2019, das ist ein bisschen wie ein Alias. Wir erstellen gleich eine Menge Ordner und die sind alle geprefixed mit diesen Namen. Da Contaro es ja generell ermöglicht, mehrere Webseiten in einer Contaro-Installation zu haben, packen wir das alles ein bisschen ein, aber das zeige ich gleich nochmal ganz genau. Jetzt werde ich noch gefragt, ob ich den lokalen Entwicklungsserver installieren möchte. Das ist dieser Contaro Dev Server. Er fragt mich dann auch noch, ob ich die Composer Packages lokal installieren möchte. Das würde ich in dem Fall ja auf jeden Fall wollen. Und den Contaro Manager. Hier kann ich jetzt noch sagen, ich möchte dieses Remote Sync einrichten, ist aber inzwischen nicht mehr nötig, ist fast aus historischen Gründen fast noch da drin. Genau, jetzt fragt er mich noch nach Deployment-Lösungen. Wie gesagt, wir haben dieses Deploy gerne eingesetzt, aber ich würde es jetzt einfach mal überspringen an der Stelle. Er fragt mich dann letztendlich nach den ganzen FTP-Verbindungsdaten für den Live-Server. Genau, dann ist noch eine Sache, die im Core-Bundle, beziehungsweise es gibt ja so ein paar Sachen, die werden immer mit installiert. Das war uns immer so ein bisschen unangenehm. Wir nehmen ganz gerne zum Beispiel Newsletter raus. Das weckt dann keine Begehrlichkeiten in Zeichen der DSGVO und sonstige. Genau. Jetzt haben wir eben die Auswahl der JavaScript-Libraries, die ich direkt mit installieren möchte. Das wäre zum Beispiel jQuery, der Slick-Slider. Das ist so ein Sticky Polyfill, Smooth Scroll, nochmal eine Pop-Up-Lösung. Wie gesagt, das sind erstmal nur Vorschläge, kann man beliebig erweitern oder auch komplett ignorieren. Ich würde jetzt noch Front Awesome mit installieren. Hier sind auch noch Sachen wie eben React oder Vue, die natürlich hinten dran sehr viel mehr Anpassungen erfordern. Also es läuft ja nicht einfach out of the box und Contaro ist jetzt eine Vue-Applikation, aber es wird schon mal mit installiert. So, jetzt hat er mein Verzeichnis erstellt anhand meiner Vorlagen. Jetzt updatet er die Dependencies von Composer, was, wie ich heute gelernt habe, eine NP-Operation ist, deswegen dauert sie lang. Letzten Endes werden einfach die kompletten Pakete jetzt bei mir lokal installiert. Das ist halt nötig, da ich das Contaro auch lokal ausführen möchte. Falls es jetzt zu lange dauert, habe ich auch eine Version vorbereitet, wo das schon passiert ist. Na, dann wechsel mal zu der. Oh, okay. Er lädt eher das aus dem Cache. Das heißt, das dürfte nicht so lange. Oh, da gab es ein Update. Innerhalb der letzten 5 Minuten. Genau, hier sehe ich auch schon, dass er alles macht. Das ist das, ja, was er eben danach so macht, an Symlinks und so weiter, das kennt man ja. Der Contaro Manager, die Installation ist letztendlich einfach, der lädt die aktuellste Version runter und legt die als PHP eben in das Webverzeichnis ab. Genau, jetzt folgt die Installation über NPM. Zum einen sind es Pakete, die nötig sind, damit Webpack seinen Job machen kann. Zum anderen sind es aber auch Pakete, die wir jetzt eben ausgewählt haben, eben jQuery, Stickyfill und so weiter. Ah, jetzt kompiliert er natürlich auch noch SCSS, aber es geht. Alles klar. Jetzt bietet er mir an, dass ich mal npm run ausprobieren sollte. Wer das kennt,
Man kann verschiedene Tasks hinterlegen für NPM, die mir jetzt angeboten werden. Also zum Beispiel ist es NPM Serve, beziehungsweise ich kann auch mal kurz die Contao Dev Server Standalone Version zeigen. Das heißt, ich habe das jetzt global installiert, führe das einfach nur aus in dem Verzeichnis und jetzt sehe ich hier, das mal klein. Zum einen spawnen wir mehrere PHP-Instanzen. Das hat den Hintergrund, dass ein normaler PHP-Entwicklungsserver immer nur einen Request parallel machen kann. Also eigentlich nicht parallel. Das heißt, wir spawnen 5 Stück davon und setzen davor einen Node-Proxy und einen Node-Web-Server, der das dann verteilt auf die verschiedenen Instanzen, einfach, dass wir lokal auch einigermaßen Performance bekommen. Ich habe jetzt hier ein paar URLs ausgegeben. Das ist zum einen die Installation. Das gibt er mir nur aus, wenn er, wenn die Config noch nicht geschrieben wurde. Das Frontend kann ich mir schon mal anschauen. Ich kann mir das Backend angucken. Und eben, weil ich es installiert habe, den Contao Manager. Dann machen wir mal kurz das Frontend. Das wird jetzt wahrscheinlich. Ja. Ah, jetzt haben wir es. Genau, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so toll aussehen, weil er natürlich nicht damit zufrieden ist, dass die Installation noch nicht abgeschlossen ist. Ich beende den jetzt mal an der Stelle. Also letztendlich ist es so, dass der natürlich nur von lokal erreichbar ist. Ich kann aber auch verschiedene andere Sachen noch machen. Zum Beispiel kann ich noch meine eigene Config hinterlegen. Ich kann ihm sagen, wo die PHP-Executable liegt. Ich kann den Host ändern, wenn ich das aus irgendwelchen Gründen machen möchte, intern im Netzwerk und sonstiges. Das Ding ist jetzt zum einen bei mir global installiert, aber auch projektspezifisch. Das ist eben über das npm run serve. Das ist letztendlich genau dasselbe. Es ist halt eine lokale Instanz davon, die jetzt in dem Node-Modules-Ordner installiert wurde. Genau, gehen wir mal kurz die Installation durch, würde ich sagen. Das kann man tatsächlich. Also es gibt, wenn in deinem User-Verzeichnis eine bestimmte Datei existiert, dann guckt er da rein. Das muss ich aber noch in die README schreiben. Also es gibt quasi eine nutzerbasierte Konfiguration davon, weil wenn man zu mehreren Leuten auf einem Rechner arbeitet, dann muss man den Port halt irgendwie ein bisschen anpassen, dass man sich da nicht in die Quere kommt. Genau. Alles klar. Genau, jetzt habe ich meine ganze Contao-Installation. Passwort machen wir mal. Passwort. Datenbankverbindung. Das ist noch so ein bisschen die Krux. Hier würde ich jetzt gerne sagen können, mach einfach einen Haken bei SQLite, aber da, so weit sind wir noch, glaube ich, noch nicht. Wir haben hier so ein kleines Tool, das wir dafür einsetzen, um schnell lokale Datenbanken zu spawnen. Das könnten wir eventuell auch mal open sourcen irgendwann. Genau, das heißt, ich habe jetzt hier eine Dev-Datenbank angelegt. Localhost passt, Port passt, Benutzername, Datenbank ist dasselbe und das Passwort. Jetzt wird meine Config in dem Moment. Ups. Das ist doch mal wundervoll. Okay. Es ist ein Fehler aufgetreten. Ich würde jetzt einmal versuchen, den Cache zu leeren. Ansonsten habe ich eine Installation, wo das halt auch schon gemacht ist. Auch hierfür habe ich einen Task angelegt, damit es einfach so schnell wie möglich geht. Nein, das will nicht. Dann wechsle ich ganz kurz den Ordner. Also ich habe das heute Vormittag noch ausprobiert, da ging es noch. Naja. Das Contao Fallback. Auch hier wieder npm run serve. Hier ist die Installation schon abgeschlossen. Genau. Das ist. Okay. Aber ich glaube, das ist auch nur das, das ist recht. Na, umso besser. Dann kann ich den Schritt auf jeden Fall nochmal komplett durchgehen. Dev Contao.
Es tut mir jetzt wirklich leid. Ich habe noch eine Vorwerkinstallation, in der die Installation komplett abgeschlossen ist. Test unter Auffin. NPM OneSurf. Schauen wir mal. Alles klar. Genau, hier ist die Installation gerade durchgelaufen. Das Contour Backend ist jetzt mit drin. Welcher Schritt jetzt gefehlt hat, wir haben da eine Template-Datei mit hinterlegt, so eine Template-SQL, wo so ein paar Sachen halt schon mal drin sind. Also wo das Theme schon mal angelegt ist, wo wir ein paar Artikel haben, eine grobe Seitenstruktur. Genau, das mal kurz zeigen. Hier haben wir schon mal das Theme. Dieser Name, das kommt alles aus dem Installationsprozess, den ich vorhin gezeigt habe. Das heißt, alles, was ich da angebe, taucht in verschiedenen Stellen dann nochmal auf. Wir haben auch schon ein Default-Theme. Wir haben schon ein, zwei Bildgrößen angelegt, aber letztendlich ist nur wichtig, dass hier bereits die entsprechende Screen-CSS ausgewählt ist. Oh nee, das haben wir inzwischen anders gelöst. Das ist jetzt nämlich darüber. Ich kann mal ganz kurz jetzt die Dateistruktur dazu zeigen. Und zwar, das ist jetzt hier der Test-Contour-Fin-Ordner, wo es jetzt halt schon drin installiert ist. Das ist jetzt wahrscheinlich ein wenig zu klein. Genau. Also letztendlich ist es so, dass wir einen Source-Ordner im Hauptverzeichnis anlegen. In diesem liegt dann ein Ordner, der so heißt wie unser ja, Nice-Name oder unser Alias. In dem wiederum haben wir unsere Script.js mit ihren jeweiligen Imports, die sich auch wieder daraus generieren, was ich vorher in den Schritten angegeben habe. Das heißt, wenn ich jetzt kein Sticky ausgewählt habe, dann ist es da auch nicht verlinkt. Das heißt, das dient mir schon mal als Vorlage dafür, um eben mit Webpack ja, arbeiten zu können. Genauso das SCSS oder SAS, das hier schon mal drin liegt. Da ist schon mal eine ganze Menge dabei. Ich kann das nutzen, ich muss aber nicht. Letztendlich kann ich auch von Null aus starten. Hier ist auch schon das Font Awesome mit verlinkt. Das Ganze landet dann, ich kann das mal gerade zeigen. Alt in 8. Also. Das wird über den Webpack-Task eben ausgerufen. Das ist letztendlich der Watch-Task. Der startet Webpack. Webpack ist schon so konfiguriert in der Config, dass es eben in diesem Source-Ordner schaut. Es kopiert die Dateien rüber, die ich benötige. Das hier zum Beispiel, das ist Font Awesome, die Font-Dateien, die jetzt eben in diesen Dist-Ordner landen. Kann ich auch mal kurz zeigen. Letztendlich ist in dem Files-Ordner auch wieder ein Ordner, der genauso heißt wie ja, mein Theme eben. Und in diesem Dist-Ordner landen jetzt diese komprimierten und zusammengebauten Dateien. Das heißt, aus dem SAS wird eine CSS-Datei. Die ist jetzt nicht komprimiert. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich im Moment über Watch eine Development-Version daraus geschrieben habe. Ich kann auch NPM Run Production machen. Dann wird eben diese ja, komprimierte Datei erstellt. Genauso wie die Script.js eben erstellt wird. Das heißt, in der ich kann die ganzen Features, die eben ES6 mitbringt, ja, frei nutzen. Letztendlich erstellt mir Webpack daraus dann eine komprimierte und lauffähige Datei. So. Wir können das ja mal ganz kurz ausprobieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die SCSS reingehe für die Settings und da die vordefinierte Farbe für einen Active ändere, speichere das. Jetzt ist der Watch-Task wieder angelaufen, hat mir eine neue Screen-CSS eben rausgeschrieben. Und wenn ich mir jetzt das Frontend anschaue, genau, das ist noch. Das ist ein typisches Problem, das gerade viele Windows-Benutzer dann haben. Man kann immer nur einen Task ausführen in der Windows-Konsole. Es gibt aber ein ganz cooles Paket für Node. Das nennt sich
TS MUX, das Multiplex quasi den Screen quasi. Also ich kann parallel ausführen eben das NPM Run Serp und das NPM Run Watch, was eigentlich so das ist, was man meistens dann machen möchte. Genau, jetzt habe ich hier die Farbe geändert in grün. Das ist dieses Default-Theme, das eben schon mitkommt. Und hier unten, da finden wir die, ja eigentlich von Symfony bzw. Contao, die Developer-Toolbar. Das ist ein sehr, sehr gutes Mittel, um ja, Geschwindigkeit zu optimieren. Man kann fast alles darüber abbilden. Also man kann sehen, was für eine Performance habe ich, was dauert wie lange. Ich kann in die Logs reinschauen. Ich kann mir anschauen, welche Parameter hatte der Request, wo geht er drauf, welche Cookies sind gesetzt, wie ist die Session und so weiter. Auch das Routing kann ich sehen, falls ich mal eigene Routen schreibe, sehe ich quasi, wohin die matchen. Das ist auf jeden Fall ein super Tool und das ist schon dabei, mehr oder weniger. Also das haben wir jetzt einfach nur im Zuge dessen halt aktiviert. Genau. Und hier haben wir noch eine Beispielseite, wo wir einfach mal ein paar Content-Elemente mit drin haben, was wir halt so out of the box eben eigentlich bei jedem Projekt brauchen. Zum Beispiel so die Burger-Navigation, dass das schon mal abgebildet ist. Listen, Tabellen und so weiter. Das ist alles ziemlich minimal gehalten. Also wir wollen da jetzt keine, kein zweites Bootstrap schaffen, sondern einfach nur ein paar Optionen schon drin haben, die wir eben für uns als sinnvoll erachten. Wie gesagt, das kann bei jedem auch anders sein. Wir sind da für Pull-Requests oder Feedback absolut offen. Ja, aber an sich, ich kann auch einmal den Contao-Manager zeigen. Der ist aber letztendlich einfach nur hier installiert. Eben über diese Contao-Manager-Far-PHP zu erreichen. Genau, hier würde ich jetzt sagen, dass er den Hosting-Anbieter nicht erkennt, was ziemlich viel Sinn macht. Das ist einfach nur hier der Lokale. Also wenn man hier auf andere geht, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Das heißt, wenn ich dann im weiteren Entwicklungsverlauf, oh, das Update 1.0, ganz neu habe ich gehört. Ich versuche es mal. eben solche Tasks wie manuelle Cache-Devalidierung, Pakete installieren und so kann ich dann eben auch lokal mit sowas machen, ohne, ohne die Kommandozeile dann dafür zu benutzen. Na, guck mal, sehr schön. Genau. Damit wäre ich eigentlich auch am Ende. Gibt es Fragen? Ja. Genau. Es muss PHP installiert sein. PHP braucht eine ganze Menge Module, allein um Composer auszuführen. PHP XML, PHP DOM und so weiter. Das sind so die Libraries, auf die wir angewiesen sind. Ansonsten muss Node und NPM installiert sein, weil das ganze, der Yeoman-Task ist letztendlich auch auf Node basiert ist und ja, das sind eigentlich die Sachen, die installiert sein müssen. Eine Sache vielleicht noch zur Windows-Kompatibilität. Das klappt nicht so hundertprozentig. Ein Workaround, das wir genutzt haben, ist dieses Linux-Subsystem for Windows. Damit geht es auf jeden Fall gut. Es hat ein paar Performance-Probleme, aber ansonsten läuft es auch auf Windows. Ja, also Docker wäre eine der Alternativen zu dem System oder zu der Lösung, die wir jetzt gewählt haben. Absolut. Also generell bin ich da ganz bei dir. Uns war wichtig, dass wir was möglichst Leichtgewichtiges haben letztendlich. Und Docker war zumindest in unseren Augen ein ziemlicher Overhead für eine relativ kleine, einfache Lösung. Also wir nutzen ja nicht viele verschiedene Pakete, sondern es ist eigentlich immer Contao. Und es erschien uns da einfach sinnvoller, was Pseudo-Natives zu machen,
Gerade weil PHP ja diese Funktionen alle mitbringt. Das hat einen integrierten Dev-Server, der halt leider nicht mit Contaro kompatibel war. Und da erschien uns der Ansatz einfacher, eben den so weit aufzubauen, dass wir damit arbeiten können. Ja. Genau. Das ist tatsächlich so. Das ist genau, also das ist, da haben wir uns auch viel Gedanken dazu gemacht. Letztendlich ist die Geschwindigkeit, mit der wir eben ein Projekt starten können, natürlich nicht das Ausschlaggebende. Ich meine, wir starten schon ungefähr jeden Monat ein Projekt, aber wichtiger ist fast, dass diese Konsistenz erhalten bleibt. Also wir machen das ja zum Beispiel mit diesem Source-Folder und machen das eben Namespace mehr oder weniger da rein, damit jeder Entwickler auch in einem Jahr oder in 2 Jahren oder in 3 Jahren genau weiß, wo er gucken muss. Solche Entscheidungen wie zum Beispiel, dass wir jetzt SAS einsetzen oder dass wir jetzt auch tendenziell eher React einsetzen, versuchen solche Entscheidungen nicht bei jedem Projektzyklus dann irgendwie zu überdenken oder neu zu treffen, einfach weil die Pflege von so einem Projekt da eben im Vordergrund einfach steht. Das heißt, uns ist hier wichtig, dass wir das ein Projekt dem anderen halt sehr gleich, damit jeder darauf arbeiten kann. Ja, bitte. Wenn man jetzt komplett eigenes Theme reinmachen möchte, es gibt in dem, das mal ganz kurz zeigen, während der Installation wird man ja gefragt, ob man ein Template, ich glaube Template heißt es in dem Kontext dann, installieren möchte. Das ist ja letztendlich nur eine SQL-Datei. Und die liegt in interessanterweise in Templates. Also theoretisch wäre es jetzt kein Problem zu sagen, ich baue mir eine andere Datei, eine komplexere oder eine noch minimalere oder sonstiges und habe dann eine Auswahl von mehreren Templates. Also letztendlich ist bei diesen Dateien nur wichtig, dass ein Insert-Statement in einer Zeile steht, das haben wir schon rausbekommen. Ansonsten kann man da eigentlich alles reinpacken, wie man möchte. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich fork mir das Projekt für mich als Agentur oder als Einzelner, könnte ich auch schon einen Admin-User hinterlegen oder sonstiges, um halt noch konsistenter und schneller eben ein Projekt aufsetzen zu können. Also das ist kein Problem, da man die Wahl hat, was man letztendlich nutzen möchte an der Stelle. Jetzt zu, bitte. Ja, genau. Also beide Projekte sind Open Source. Die sind bei uns auf GitHub. GitHub, Digitix, Contaro Dev Server und Contaro Generator oder Yeoman Generator. Einfach mal schauen, github.com/Digitix. Da sind die alle drin. Das sind Open Source Projekte. Das heißt, wir, wie gesagt, sind wären glücklich über ein paar Pull-Requests oder sonstiges, um das Tool eventuell ein bisschen weiter voranzutreiben und Das Remote-Sync ist in dem Fall jetzt nicht mehr nötig. Es gibt eine Lösung, die haben wir wieder selbst erarbeitet, dieses Preview-Snapshotting. Ich kann das mal ganz kurz zeigen tatsächlich. Das ist auch so ein Tool, wo wir zumindest darüber nachdenken, das mal auch Open Source zu stellen. Na, ich komme jetzt leider nicht drauf. Es ist letztendlich eine Oberfläche, auch in PHP gemacht, wo wir Projektordner nehmen können und sagen, ich möchte das jetzt unter der und der Subdomain veröffentlichen. Und das Schöne ist, seit ein paar Wochen oder Monaten kann man ja bei Let's Encrypt auch Subdomains eintragen. Das heißt, wir haben auch direkt SSL-verschlüsselte, gut aussehende URLs, mit denen wir das machen können. Und was wir dann machen ist, wir kopieren
ganz stumpf den Ordner. Wir legen eine Apache-Config an im Hintergrund, das eben da drauf zeigt, das Webverzeichnis, und kopieren die Datenbank und passen das da an der Stelle an. Also wirklich eine komplett getrennte Installation, die ja nur zum Preview anschauen da ist. Genau. Aber das ist tatsächlich noch was, steckt uns so ein bisschen in den Kinderschuhen, aber das würden wir dann gegebenenfalls auch veröffentlichen. Genau. Generell haben wir auf unserer GitHub Schittig-Seite auch noch das eine oder andere Contaro-related Projekt, also zum Beispiel einen Converter von Contaro 3 Modulen zu Contaro 4 Bundles, falls da Interesse besteht. Oder auch die Contaro Content API, falls das jemandem was sagt, das ist letztendlich eine API oder ein Bundle, das Contaro so eine primitive API verschafft, mit der man zumindest auf die Inhalte und auf die Artikel und so weiter mal zugreifen kann, über JSON eben. Zum Beispiel, genau, also für React nutzen wir das. Unsere eigene Homepage ist auch mit so einem Vorläufer davon geschrieben. Das heißt, wir holen uns den Inhalt vom Contaro Backend, nutzen das Frontend aber gar nicht, sondern haben da eine React-Applikation, die sich eben über JSON diese Daten rüberzieht. Das ist eine ganz coole Geschichte. Man muss es nicht komplett dann ablösen, das Frontend, aber man kann dann auf die Daten halt programmatisch zugreifen. Ja. Ja, genau. Das ist tatsächlich ein Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Letztendlich ist es immer schwierig, sobald wir Inhalte in der Datenbank haben. Also wir versuchen dann eigentlich, das zu trennen, dass wir sagen, okay, die Files oder die Files-Uploads oder so, das ist uns egal. Das ist kundenseitig. Wenn wir jetzt wirklich sagen, okay, wir müssen jetzt weiterentwickeln und wir brauchen die Daten, die eben auf dem Kundenserver zur Verfügung stehen, also er hat schon seine Inhalte eingepflegt und es gibt irgendein Problem, eine Weiterentwicklung und sonstiges, dann ist es Hand bei Fuß. Wir nehmen die Live-Datenbank, kopieren die, ziehen die bei uns ins Dev-System rein, ziehen einmal die ganzen Files rein. Da sind wir nach wie vor zu keiner besseren Lösung gekommen. Einfach weil, sobald der Kunde einen Account hat und eben auf dem System arbeitet, man kann das nicht Git mergen oder so. Das ist halt, sobald es in der Datenbank ist, schwierig. Ja. Also haben wir auch keine perfekte Lösung dafür. Ja, da wäre ich auch, man bräuchte vielleicht fürs Entwickeln so ein Flat-File-Ding, aber das geht mir auch nicht, weil wir brauchen irgendwie einen Converter. Also, ja, ich weiß nicht, wie es andere machen. Ich weiß, dass es bei Laravel, die arbeiten viel mit diesen Migrations und so, aber das nützt einem für die Daten dann ja auch nichts. Also, sobald der Kunde eben Daten in die Datenbank reinmacht, ist es Async. Meine lokale Entwicklung muss ich dann in irgendeiner Form darauf anpassen, ja. Gut. Wie sind wir denn von der Zeit? 3 Minuten, okay. Na gut, dann würde ich sagen, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen zeigen, wie wir dahin gekommen sind, überhaupt so ein weirdes Tool zu schreiben. Und ich hoffe, dass das vielleicht ein bisschen Interesse daran geweckt hat und dass da der ein oder andere Pull-Request kommt. Alles klar. Vielen Dank.